Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder Food Favoriten in der Snack Edition. Genau. Ich habe also nur Snacks für euch, wenn ihr Interesse habt, ein paar neue Snacks kennenzulernen oder so. Bleibt jetzt gern dran. Übrigens, ich mache auch TikTok Videos. In letzter Zeit jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber I'll be back. Ich war jetzt krank. Deswegen folgt mir da gerne, da heiße ich auch Yummy Pilgrim. Ich sage das jetzt so, weil da habe ich auch ein paar Snacks gezeigt und so. Und eigentlich, der eine Snack ist eigentlich auch schon so mein Favorit. Das ist dieses virale Fruit Roll-Up Eiscreme-Ding. Wisst ihr, was ich meine? Diese Fruit Roll-Ups, die so hauchdünn sind. Und dann machst du ein bisschen Eis, also Eiscreme rein, wickelst es ein. Und dann wird es auf einmal so crunchy. Und ich dachte mir ja, also ich hatte die Idee, also ich wollte das nachmachen, ja. Aber diese Fruit Roll-Ups sind ja hier nicht zu bekommen. Beziehungsweise kriegst du in Ami-Stores, aber die waren dann teilweise ausverkauft, weil das so viral ging. Und dann habe ich die Idee gehabt, wie wäre das denn einfach mit Frit? Zumal Frit auch vegan. Also es gibt ja die veganen Versionen. Hatte ich euch ja schon mal hier vorgestellt. Und dann habe ich das mal ausprobiert und es ging. Das ging und das haben voll viele Leute dann nachgemacht sogar. Also das ging auch so ein bisschen durch, weil die Leute das dann dadurch mal gesehen haben. Das kann man hier ganz einfach dann bekommen. Kriegst du beim Rewe und so, ne? Frit. Und das ist richtig geil. Ich kann euch das jetzt gerade gar nicht zeigen, aber vielleicht zeige ich euch hier so ein bisschen das Video oder so Ausschnitte. Auf jeden Fall ist es sehr lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Super crunchy ist so ein lustiges Gefühl im Mund. Einfach diesen Crunch zu haben. So hauchdünn und dann dieses Fruchtige außen. Aber dann diese cremige... Das cremige Vanilleeis, also ich habe Vanille gewählt, das hat voll gut gepasst. Das war richtig, richtig lecker. Kann ich nur empfehlen und das könnt ihr super schnell und einfach danach machen, in der deutschen Version sozusagen. Dann, ach man, also ist noch ein bisschen zu. Dann habe ich bei, ich kann euch jetzt nur so leere Verpackungen zeigen, weil ey, hier läuft, also hier kann ja nichts überleben, ja. Und wenn ich versuche, das nochmal so ein paar Stücke dazulassen, um euch das dann zu zeigen, wer frisst es denn auf? Genau, der Mann. Deswegen alles leer. Und ich hatte zwei Packungen davon. Und zwar sind es Marshmallows, vegane Marshmallows. Diese hier, die habe ich beim Aldi, also Aldi Süd. Ja, wir reden hier immer, wenn ich von Aldi spreche, ist immer Aldi Süd. Ich finde es so doof, dass die da überhaupt so Unterschiede machen. Voll schade, dass die da unterschiedliche Produkte anbieten. Das ist bei Aldi Süd. Ich habe keine Ahnung, ob die das bei Nord auch haben. Jedenfalls habe ich die mal mitgenommen. Ich war gleich mutig und habe zwei Packungen mitgenommen. Ich dachte, ja, ich komme da jetzt nicht mal allzu schnell vorbei, nehme ich gleich mal zwei, wenn es geil schmeckt, ja. Oh ja, die sind gut. Die sind gut. Jetzt werden sie jetzt nicht hier. Die sind ein bisschen, sag ich mal so, die sind nicht so fluffig luftig, ja. Das ist das Einzige, würde ich sagen, was die noch verbessern könnten, meiner Meinung nach, dass sie ein bisschen luftiger wären. Mehr so Marshmallow-Feeling. Das ist mehr so wie so Schaumgummi, also so Gummi, müsst ihr euch vorstellen. Also ein bisschen fester in der Konsistenz, auch wenn hier steht extra weich. Ja, es ist weich und zart schmelzend, aber es ist nicht dieses Luftige, diese Luftbläschen da drin. Das fehlt ein bisschen. Ach, hier kommt die Musik. Ach du, läuft die ganze Zeit so Kindermusik. Ich dachte, woher? Okay, mein Handy. So, wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls, genau, das ist das Einzige, was sie noch verbessern könnten, finde ich sonst. Sehr, sehr lecker. Und einfach geil, endlich mal Marshmallows, die du dann schnell bekommen kannst, vegane, ja, und gar nicht mal so teuer, als es geht. Ich liebe ja Marshmallows, ich liebe es total. Ich weiß noch nicht, ob sie gut schmelzen, das wollte ich nämlich mal probieren, so Small-Style, aber die haben einfach nicht überlebt. Ich konnte es nicht ausprobieren. Das nächste Mal, wenn ich die kaufen werde, werde ich das mal machen. Weil das mag ich auch ganz gerne, wenn die so außen geröstet sind, ne? Das so einfach dieses Feeling zu bekommen, ist schwer, weil es so selten vegane Marshmallows gibt. So, dann wieder bei Aldi. Also das hier, ich muss sagen, ohne zu übertreiben, ich habe es schon bei Insta gepostet. Folgt mir da übrigens auch. Da heiße ich Funny Pilgrim, ja? Bisschen anders. Das ist vielleicht mit einer meiner liebsten Süßigkeiten-Naschereien sozusagen ever geworden. Wirklich. Es ist einfach zu köstlich. Und hier bin ich ganz geizig und ich gönne mir wirklich nur so eins. Mehr nicht. Und ich teile auch nicht und keiner darf das berühren. Das ist meins. Und deswegen habe ich da noch ein paar zum Zeigen. Und zwar sind das die das Green Datteln, steht hier, mit belgischer Schokolade. Oh mein Gott. Das klingt erstmal so billig, ja. Und es sieht auch gar nicht so schön aus, finde ich. Oder? Die sehen doch nicht gut aus. Also es ist so, jetzt seht ihr es. Warte mal ganz nah.
Die sehen nicht besonders aus. Aber, oh mein Gott, schmecken die geil. Also wirklich, oh mein Gott, das schmeckt so gut. Da hat mir einer geschrieben, die schmecken so wie die Storkriesen. Tatsächlich, ja, es hat was davon. Einfach dieses Schokoladige, und die Schokolade ist sehr, sehr gut hier. Total schmelzend, und außen ist immer so Kakaopulver. Das schmilzt dann auch so auf der Zunge. Und dann hast du innen diese chewy Dattel, die dann so schön wie so karamellig ist. Ist auch eine sehr gute Dattel übrigens. Keine trockene, feste, sondern eine schön cremige, karamellige. Ach, so ein Genuss. Ich meine, Datteln in Schokolade, das kenne ich schon. Aber das ist nochmal next level geil. Wirklich. Es schmeckt halt so nach Milchschokolade auch, ja. So richtig gute Schokolade. Einfach lecker. Und dann gibt es auch mehrere Varianten. Also bei Aldi gab es noch Erdnuss, und haben mir ganz viele geschrieben, das muss ich ausprobieren, weil das schmeckt dann wie Snickers. Und mir hat jemand geschrieben, bei Kaufland gibt es noch mehr Versionen. Also, oh mein Gott, ich muss da hin, und das muss ich mir besorgen. Auf jeden Fall demnächst. So gut. Dann, genau, oh, ich weiß gar nicht, warum ich das erst jetzt gesehen habe, oder gibt es erst neu jetzt, weiß ich nicht. Bei Koro, nämlich diese Crunchy Mandelmus mit Mandelstückchen. Ich liebe ja Mandelmus, habe ich immer da, ja. Das ist so ein Basic, haben wir immer da, braunes Mandelmus. Das hier ist allerdings weißes Mandelmus mit blanchierten Mandeln. Ich finde, das schmeckt dann ein bisschen nicht so nussig, sondern mehr so marzipanmäßig meistens. Und dann sind solche Stückchen drin. Oh Gott, ich wusste nicht, dass es noch besser geht mit Mandelmus. Aber das schmeckt so köstlich. Seht ihr die Stückchen? Es ist so, so lecker. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Nicht, dass es jetzt rausläuft, aber es ist so gut. Sehr, sehr, sehr lecker. Diese kleinen Stückchen, die auch so geröstet sind. Ich glaube, es sind geröstete Mandelstückchen. Einfach lecker. Also noch mal besser. Und dann haben wir ganz viele so, ja, größere Packungen. Gibt es ja immer bei Koro, das ist ganz cool. Ich habe auch einen Code immer für euch natürlich. Und ich liebe in letzter Zeit Walnusskerne total. Ich meine, wisst ihr, wie Walnusskerne aussehen? Wenn nicht, das sind Walnusskerne. Kleine Gehirne. Ich liebe die total. Zum Snacken einfach so auf die Hand. Oder um Dinge zu verfeinern, wie mein Müsli. Oder in letzter Zeit habe ich so eine Art Grecher-Müsli immer gemacht. Huch, und die dann einfach so drauf gecruncht. Oder einfach auch so mit so Mandelmus oder sowas dippen. Einfach lecker. Lecker und gesund. Das ist ein guter Mix. Hätte ich jetzt nicht gegessen. Moment. Warten. Okay. Und dann Pistazien. Auch wieder mein Ding. Oh mein Gott, das ist auch mal sowas, da kannst du mich nicht stoppen, ne? Vor allem, wenn du dann Fernsehen guckst dabei oder so. Horror. Aber ich liebe das total. Gesalzen sind die. Geröstet und gesalzen. Und die sind nicht immer da. Manchmal sind die ausverkauft. Aber ich liebe das so sehr. Und seht ihr schon bald alle, das war ein Kilo. Und dann mag ich auch total gerne diese Cracker. Das ist jetzt hier Cracker Dinkel und Chia. Dann solche Vierecke. Und da mache ich immer ganz gern drauf so Scheiben, so Stückchen von Scheibenkäse. Zum Beispiel Simply V, dieser Charakter. Den finde ich ganz lecker. Und da so einfach Stückchen drauf. Cracker und Käse, ne? Die Kombi kennen wir. Schmeckt gut. Und es passt voll gut mit diesen Crackern. Genau. Und dann zu guter Letzt. Das ist so gut auch wieder. Das hatte ich gesehen bei Rewe. Da gab es von Farm Brothers. Kenne ich gar nicht. Brownie Almond, solche Cookies. Da gab es auch Maple, irgendwas Maple Pecan oder so. Habe mich aber dafür entschieden. Ich dachte erstmal, und das habe ich mir gewünscht, dass die so weich sind, ja. Und dann dachte ich mir, okay, egal, auch wenn sie crunchy sind. Hauptsache, das sind nicht so gesunde Cookies. Weil hier sowas steht wie mit Hafer, Dinkel und Roggen und dann noch sowas hinten, so ein Traktor und so. Ich finde, das hat dann immer so Gesund-Style. Ich meine, das ist nicht schlecht, ja. Natürlich. Aber ich wollte sowas nicht. Ich wollte so einen Brownie oder so einen richtig leckeren Cookie einfach, ne? Und das ist sowas. Es ist so gut, sag ich euch. Es ging so schnell weg. Mein Mann hat es leider auch mitgegessen. Und der mag ja gar nicht sowas, aber das war halt so gut. Hat er auch mitgegessen. Sehr, sehr lecker. Die hole ich mir auf jeden Fall nochmal. Die waren ein bisschen teurer. Ich glaube, 3 Euro oder so kosten die. Aber sehr lecker. Hier steht Zartbitterschokolade und Mandelkekse. Genau, das ist das. Zartbitterschokolade, Mandelkekse, so hätte ich es auch eher genannt. Brownie, ich finde Brownie immer so, weil Brownie ist ja was so ein bisschen weicher halt, ne? Es ist ja gar nicht weich. Es ist wirklich ein crunchy Keks, aber super, ja, super im Geschmack. Total schokoladig,
nur so ein bisschen so Mandelstückchen und dann total süß. Einfach lecker. Und dann dachte ich mir das nächste Mal, weil da hatte ich das noch nicht, da mache ich die und dann mache ich so ein Marshmallow rein und dann mache ich das warm und dann Sandwich und dann Ham. So habe ich mir das vorgestellt. Das nächste Mal also, wenn ich die zwei nochmal hole, werde ich das machen. Genau, vielleicht auf TikTok dann. Das war meine Food-Favoriten-Snack-Edition für dieses Mal. Vielleicht war ja was für euch dabei, vielleicht kanntet ihr was nicht oder vielleicht kenne ich noch was Geiles, was ich unbedingt ausprobieren muss, dann schreibt mir das gerne mal. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Feiertage, schöne Ostern und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann.